Von meinem Sponsor Siemens habe ich einen Industrie-Servomotor inklusive Steuereinheit erhalten. Die Einheit nutze ich für einen Demonstrationsaufbau, der die Unterschiede zwischen Antrieben mit und ohne Sensorrückkopplung zeigt. Zu diesem Zweck habe ich zwei weitere Eigenbauantriebe verbaut. Einen bipolaren Schrittmotor ohne Sensorrückkopplung und einen mechanisch kommutierten Gleichstrommotor mit Sensorscheibe. Die Steuersignale für alle drei Antriebe werden über eine SIMATIC IoT 2020 erzeugt. Betrachten wir als erstes den bipolaren Schrittmotor genauer. Es handelt sich um einen Motor mit einem maximalen Phasenstrom von 1,68 Ampere bei 2,8 Volt. Die Steuerelektronik basiert auf einem LV8772 Chip, der bis zu 2,5 Ampere Phasenstrom liefern kann. Über ein Potentiometer habe ich diesen auf lediglich 420 mA eingestellt, was für die Demonstration ausreicht. Die Drehung des Motors wird über zwei Eingänge gesteuert. Über zwei Tastschalter können die beiden Eingänge manuell angesteuert werden. Liegt an dem Richtungseingang keine Spannung an und wird der Taster für den Schritteingang kurz betätigt, so dreht sich der Motor um einen Schritt im Uhrzeigersinn. Der Drehwinkel wird dabei von den mechanischen Parametern des verwendeten Motors bestimmt. Wie derartige Schrittmotoren funktionieren, habe ich in einem vorangegangenen Video gezeigt. Bei dem hier zu sehenden Schrittmotor beträgt der Drehwinkel für einen Vollschritt 1,8 Grad. Die Steuerelektronik verwendet Halbschritte, womit für eine volle Drehung von 360 Grad 400 Schrittsignale benötigt werden. Zu sehen ist, dass die Drehung erfolgt, wenn der Taster gedrückt wird. Der Schritt wird ausgelöst, wenn das Signal am Eingang von 0 auf 5 Volt steigt. Beim Öffnen des Schalters und somit beim Zurückspringen von 5 auf 0 Volt wird keine Drehung ausgelöst. Wird durch Drücken des zweiten Tasters an den Richtungseingang eine Spannung von 5 Volt gelegt und anschließend der Schritttaster kurz betätigt, so wird eine Drehung um einen Schritt entgegen dem Uhrzeigersinn ausgelöst. Der Drehwinkel beträgt auch in diesem Fall 0,9 Grad pro Puls im Halbschrittmodus. In modernen Maschinen werden die Signale zur Ansteuerung von Schrittmotoren nicht manuell über Taster erzeugt, sondern von Computern. Hier verwende ich die schon angesprochene SIMATIC IoT 2020. In dem folgenden Experiment wird der Motor so angesteuert, dass dieser eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn und anschließend eine volle Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn ausführt, mit einer Pause von 3 Sekunden zwischen den Drehungen. Wird der Motor in seiner Drehung kurz blockiert, so ist zu sehen, dass die Drehung nun nicht mehr an der ursprünglichen Stelle stoppt. Man spricht von Schrittverlusten in der Bewegung. Die Software erhält keine Rückmeldung über das Blockieren des Antriebs und rechnet stur weiter, als sei nichts geschehen. Derartige Schrittverluste sind beim Betrieb von Maschinen wie 3D-Druckern oder CNC-Fräsen unbedingt zu vermeiden, da die zu erstellenden Werkstücke dadurch unbrauchbar werden. Durch entsprechend drehmomentstarke Motoren muss dafür gesorgt werden, dass selbst bei maximaler Belastung der Mechanik keine Schrittverluste auftreten. In meiner Eigenbau-CNC-Fräse verwende ich Antriebe mit einem Drehmoment von maximal 101 Newtonzentimetern, um die Achsen trotz hoher wirkender Seitenkräfte zuverlässig bewegen zu können. Mehr als ausreichend starke Antriebe zu verwenden, ist eine einfache Lösung zur Vermeidung von Schrittverlusten. Komplizierter in der Umsetzung, aber deutlich zuverlässiger sind Antriebe mit Sensoren zur Erfassung der Drehung. An der Motorwelle des zweiten Antriebs ist zu diesem Zweck eine Sensorscheibe befestigt. Der Rand der Scheibe ist mit 10 Löchern versehen, wodurch die Drehung über zwei Lichtschranken abgetastet werden kann. Werden die Lichtschranken durch die Sensorscheibe blockiert, so wird eine Spannung von 0 Volt ausgegeben, die beiden LEDs sind ausgeschaltet. Treffen beide Sensoren auf eine Lücke in der Sensorscheibe, so fällt Licht auf die Fotosensoren und es wird eine Spannung von 5 Volt ausgegeben, die beiden LEDs leuchten.
Die Ausgänge dieses Drehsensors können je nach Stellung der Scheibe vier unterschiedliche Zustände einnehmen. Dreht sich die Scheibe so weit, dass sich der Zustand an einer der beiden Lichtschranken ändert, so kann errechnet werden, in welche Richtung die Drehung erfolgt ist. Der Drehwinkel wird über die Anzahl der Lücken in der Sensorscheibe bestimmt. Dreht sich die Scheibe um eine Lücke, so ändert sich der Zustand der beiden Ausgänge viermal. Da sich 10 Lücken am Rand der Scheibe befinden, ändern sich die Zustände an den Ausgängen für eine volle Umdrehung 40 Mal. Ein Schritt entspricht somit 9 Grad. Mehr Hintergrundwissen zu derartigen Drehsensoren gibt's in einem vorangegangenen Video von mir. Zu bemerken ist, dass der verwendete Gleichstrommotor nicht an jeder beliebigen Position stehen bleibt. Aufgrund der Konstruktion, also der Anzahl verbauter Permanentmagnete und der Zahl der Pole des Ankers, rastet der Motor an bevorzugten Positionen ein, wenn dieser ausgeschaltet ist. Über eine H-Brücke kann der Gleichstrommotor sowohl im als auch entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Werden die beiden Ausgänge des Drehsensors eingelesen, kann der Motor so angesteuert werden, dass die Drehung an einer vorgegebenen Position stoppt. Die Signale des Drehsensors werden von einem Mikrocontroller Typ Atmega 328P eingelesen und mit externen Positionssignalen verrechnet, um die Steuersignale für die H-Brücke zu erzeugen. Wie bei dem bipolaren Schrittmotor wird auch hier auf der Platine der Motorelektronik die Position über zwei Eingänge für Drehrichtung und Anzahl der Schritte vorgegeben. Die Eingänge steuere ich zuerst wieder manuell über die beiden Taster an. Ist der Taster für die Drehrichtung offen und wird der Taster für die Schritte kurz betätigt, so dreht sich der Gleichstrommotor im Uhrzeigersinn so weit, bis sich der Zustand an einer der beiden Lichtschranken geändert hat. Dann wird der Motor abgeschaltet und verbleibt an der vorgegebenen Position. Wie zuvor gezeigt, rastet der Motor jedoch an bevorzugten Positionen ein und dreht sich daher nach dem Abschalten unter Umständen wieder ein Stück zurück. Der Mikrocontroller erkennt diese unerwünschte Drehung und schaltet den Motor wieder ein, bis die vorgegebene Position erreicht ist. An einigen Positionen vibriert der Motor somit aufgrund der Rasterung um den vorgegebenen Sollwert. Wird die Sensorscheibe von der vorgegebenen Position ausgelenkt, so steuert der Mikrocontroller den Motor so an, dass sich dieser immer wieder zurück zur Ausgangsposition bewegt. Wird der Taster für die Drehrichtung geschlossen und der Taster für die Schritte kurz betätigt, so erfolgt auch hier eine Drehung um einen Schritt entgegen dem Uhrzeigersinn. Genau wie der bipolare Schrittmotor kann auch dieser Gleichstrommotor über die IoT 2020 angesteuert werden. Wird nun jedoch die Drehung kurz blockiert, so treten keine Schrittverluste auf. Die auf dem Mikrocontroller laufende Software erkennt das Stoppen der Drehung und verrechnet die ausstehenden Schrittbefehle erst, wenn der Motor wieder freigegeben wird. Nach wie vor stoppt der Motor immer an der Ausgangsposition. Die Sensorrückkopplung verhindert Schrittverluste, benötigt dazu aber eine deutlich aufwendigere Elektronik und Software als bei dem Antrieb ohne Erfassung der tatsächlichen Drehung. Kommen wir somit zu dem großen Servomotor. Es handelt sich um einen elektronisch kommutierten Motor, der mit drei Phasen 230 Volt Wechselspannung betrieben wird. Die elektrische Leistung beträgt bis zu 0,75 kW, also etwa eine Pferdestärke laut James Watt. Deutlich mehr als die bescheidenen 20 Watt des zuvor verwendeten Gleichstrommotors. Der integrierte Drehsensor ist wesentlich feiner gerastert als bei meiner Eigenbausensorscheibe, die beiden Ausgänge liefern 10.000 Pulse pro Umdrehung. Die verwendete Steuereinheit ist eine Synamix V90 mit Pulse-Drain-Interface von Siemens. Genau wie bei dem Gleichstrommotor meines Eigenbau-Servoantriebs wird die Position des Motors über zwei Eingänge, einer für die Schritte und einer für die Drehrichtung, vorgegeben. Zusätzliche Eingänge an der Steuereinheit erlauben unter anderem das Ein- und Ausschalten des Antriebs oder das Abfragen von Endschaltern.
Über die IoT 2020 kann der Motor genau wie die beiden von mir zuvor behandelten Eigenbauantriebe positioniert werden. Die Spannungen der Ausgänge müssen lediglich über Transistoren auf die in der Industrie üblichen 24 Volt angehoben werden. Erst bei einer Schrittweite von 4 Schritten ist die Bewegung bei sehr genauem Hinsehen am Rand der Aluscheibe mit einem Durchmesser von 140 mm auszumachen. Die Synamics-Kontrolleinheit kann an dem von mir verwendeten 24-Volt-Eingang Step-Pulse mit einer Frequenz von bis zu 200 kHz empfangen. Über einen zweiten High-Speed-Eingang mit 5 Volt Differenzspannung sind bis zu 1 MHz möglich. Der Servomotor bewegt sich entsprechend der von der IoT 2020 ausgegebenen Grundfrequenz mit konstanter Drehgeschwindigkeit. Mit dieser Methode können mehrere Servomotoren synchron mit gleicher Geschwindigkeit bewegt werden. Die Synamics-Steuereinheit bietet im Gegensatz zu meinen einfachen Schaltungen noch weitere Kontrollmodi. Zum Beispiel kann die Synamics über den Fehler aus Soll- und Ist-Wert das auf die Motorwelle wirkende Drehmoment errechnen. Damit ergibt sich die Möglichkeit, den Servomotor mit konstantem Drehmoment zu bewegen. Vorteilhaft ist dieser Modus, wenn zum Beispiel mehrere Motoren ein Förderband antreiben und dieses über die gesamte Länge gleichmäßig gespannt werden soll. Das Pult mit den drei Antrieben besitzt einen Touchscreen, der auf den auf der IoT 2020 laufenden Webserver zugreift. Somit können die in diesem Video gezeigten Experimente nachvollzogen werden. Probiert's mal aus, wenn ihr den Aufbau auf einem Maker-Treffen seht. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!